Flüchtig, das manipulierbare Wissen. Scheinfreiheit. Das Netz wird zum Speicher von Wissen. Doch der Ort, an dem dieses Wissen gespeichert ist, ist nicht das Netz. Es sind ganz reale Orte. Computerfarmen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Sie stehen in einem Gewerbegebiet in Berlin, am Stadtrand von Karlsruhe, in klimatisierten Hallen im Silicon Valley, am Columbia River in Oregon oder in finnischen Wäldern. Sie haben ihren Standort überall da, wo es einen schnellen Anschluss ans Netz gibt. Und viel Energie, denn die wird in den riesigen Hallen voller Computer benötigt. All diese Computerfarmen haben eins gemeinsam. Sie gehören privaten Firmen. Nur diese haben einen direkten Zugriff auf die Computer. Sie können die Computer abschalten, Daten löschen, verändern. Sie können sogar auf Geräte zugreifen, die sich in unserem Besitz finden und sie manipulieren. George Orwell hätte sich das kaum besser ausdenken können. Am 17. Juli 2009 verschwinden zwei seiner Bücher aus dem Speicher von Kindle. 1984 und Animal Farm. Der Kindle ist ein Lesegerät für elektronische Bücher, hergestellt und verkauft von Amazon, einem der größten Buchhändler der Welt, der nicht nur das Lesegerät, sondern auch elektronische Bücher verkauft. Für den Titel von George Orwell lagen allerdings die erforderlichen Rechte nicht vor, wie sich im Nachhinein herausstellt. Also nimmt er die Buchdateien aus dem Programm und löscht sie kurzerhand bei allen, die die Bücher zuvor gekauft haben. Das muss man sich so vorstellen. Man hat ein Kindle-Lesegerät und darauf befindet sich das Buch 1984. Als man es lesen möchte, stellt man fest, dass die Datei, die gestern noch auf dem Gerät war, jetzt fehlt. Es ist ein Eingriff in Geräte, die Amazon nicht gehören. Es ist ein Angriff auf Daten, die Amazon nicht mehr gehören. Es ist ein unerhörter Vorgang. Und er besitzt eine wunderbare Ironie. Denn welches Buch ist besser für die Löschung geeignet als 1984, in dem die Auslöschung unliebsamer Bücher detailliert beschrieben wird? Freiheit im Internet ist eine Illusion. Sie war es zu Beginn und sie ist es jetzt noch viel mehr, da das Netz vor allem kommerziellen Interessen untergeordnet ist. Immer wieder werden Seiten gesperrt, Benutzerprofile gelöscht, Suchergebnisse nicht angezeigt. Firmen gehen gegen Beiträge vor, in denen sie sich schlecht dargestellt sehen. Regierungen lassen Angebote sperren oder schränken gar den gesamten Zugriff aufs Internet ein. Dabei sollte doch gerade das Internet der Raum sein, in dem staatliche Grenzen fallen, Menschen zueinander finden können, unbehelligt von Gesetzen und von staatlicher Macht. Doch dieser Traum von Netzaktivisten ist schon längst ausgeträumt. Das Problem? Viele haben das noch nicht bemerkt. Das Internet ist nicht so frei, wie es auf den ersten Blick scheint. Das zeigt schon ein simpler Vergleich einer Seite auf den amerikanischen und den deutschen Google-Seiten. Während in den USA rechtsextreme Propagandaseiten problemlos zu finden sind, werden sie auf den deutschen Seiten nicht angezeigt, obwohl man die gleichen Suchbegriffe benutzt. Das mag man im Fall von Neonazi-Propaganda begrüßenswert finden, doch allein die Feststellung, dass Seiten fehlen, wirft Fragen auf. Wer veranlasst das Entfernen dieser Seiten aus den Suchergebnissen? Wer nimmt sie heraus und wer kontrolliert, ob alles mit rechten Dingen zugeht? Das heißt, wer überprüft, ob Google nicht einfach Seiten aus seiner Suche löscht, die dem Konzern nicht genehm sind, oder sie einfach nur auf die hinteren Suchseiten verbannt, wo niemand mehr nachschauen wird? Wer kontrolliert Google? Wer kontrolliert Facebook?